Mehr Zeit für Kinder. Das wünscht sich Doreen Fürchow, eine Erzieherin der Schweriner Kita Anne Frank, wie die meisten ihrer Kollegen in Deutschland. Umso stärker würden diesen Wunsch auch die Eltern teilen. Aus diesem Grund war am 5. Juli die Geschäftsführerin der Kita GmbH in Schwerin, Anke Preuß, bei Doreen Fürchow und deren kleinen Schützlingen zu Besuch. Seit knapp einem Monat wird beim kommunalen Kita-Träger das digitale System KiTalk getestet. Am 5. Juli durfte Doreen Fürchow die betriebliche Nutzung starten. Auf das KiTalk setzt die Erzieherin große Hoffnung. Ich habe einen schnellen Zugriff auf Bibliotheken, die dort hinterlegt sind, Dinge, Formulare hinterlegt sind, die ich mir herausziehen kann. Ich habe auch eine Liste von Facherziehern. Wenn ich mal einen schnellen Rat brauche, kann ich mit dem Facherzieher, der vielleicht auch gerade online ist, schnell in Kontakt treten und mir Hilfe einholen. In Zusammenarbeit mit der SIS, Schweriner IT- und Servicegesellschaft, hat die Kita GmbH eine interne Kommunikationsplattform erarbeitet. KiTalk soll allen pädagogischen Kräften ermöglichen, jederzeit mit Fachkollegen ins Gespräch zu kommen, Fachbeiträge einzustellen, in Arbeitsgruppen zusammenzuarbeiten, sich an Foren zu beteiligen und in der Fachbibliothek zu stöbern. Die Datenschutzrechte werden dabei selbstverständlich großgeschrieben. Es ist keine Plattform, die dazu geeignet ist und auch nicht geeignet werden soll, um Personendaten, ob von Kindern oder von Eltern, von A nach B zu schieben. Dafür ist es ausschließlich nicht gedacht, sondern wirklich einzig und allein für den Fachaustausch. Insofern wird es einen Datenaustausch überhaupt nicht in dieser Form geben. Mehr Zeit für Kinder. So heißt das langfristige Projekt der Kita GmbH in Schwerin, dessen wichtiger Bestandteil auch die Plattform KiTalk ist. Das Ziel ist es, das pädagogische Handeln zu optimieren und gleichzeitig qualitativ noch intensiver mit Eltern und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Doreen Fürchow hat schon einiges mit KiTalk geplant und will dies noch am selben Tag umsetzen. Wenn die Kinder gleich fertig sind mit dem Mittagessen, gehen sie ins Bett. Wir decken sie noch schön zu und dann habe ich Zeit, unseren Elternabend vorzubereiten, der im September sein wird. Dann werde ich mich an den Computer setzen und KiTalk aufrufen und mal schauen, ob wir haben schon eine Idee für den Elternabend und mal gucken, ob mir meine Kollegin in einem anderen Haus weiterhelfen kann. Wir haben KiTalk jetzt getestet und begeistert intern schon mal das durchgespielt. Und ich denke, dass das ein wahnsinnig gutes Arbeitsmittel für unsere Mitarbeiter sein wird. Wir haben ja über 300 Mitarbeiter an 24 Standorten. Und so, dass auch alle über 300 Mitarbeiter auch jetzt den Zugriff bekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei unseren Kollegen ankommen wird und welches Feedback wir dazu erhalten werden. Ab September ist die Einführung der KiTalk-Plattform in sämtlichen Einrichtungen der Kita GmbH in der Landeshauptstadt geplant. Dafür werden Kindergärten mit Mini-PCs ausgestattet. Doreen Fürchow ist vom System völlig überzeugt. Nun sind die Kollegen dran.